Das erste Video im neuen Jahr ist online. Ich wünsche euch allen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Hoffe, ihr seid gut reingestartet und ich freue mich, dass ihr mich auch im neuen Jahr wieder mit begleitet und freue mich auf ein lese- und bücherreiches Jahr 2019. Und ja, ich habe mich mit den Neuerscheinungen schon ein bisschen beschäftigt für 2019 und auf uns warten sehr viele spannende Bücher, spannende Reihen, Fortsetzungen. Unter anderem bekommen wir einen neuen David Hunter, einen neuen Shepherd Thriller. Ein neuer Thriller um Kate Burkholder kommt raus. Vincent Cleish wird wieder was veröffentlichen. Ein neuer Chris Carter kommt. Wir können uns wirklich auf viele tolle Bücher freuen und so auch schon im Januar. Warum im Dezember kein Neuerscheinungsvideo kam, ist schlichtweg einfach, es haben mich einfach nicht so viele Bücher interessiert, nur vereinzelt, und die sind über die Neuzugänge bei mir eingezogen und ja, ich muss ja auch nicht alles doppelt und dreifach erzählen, deswegen sind die ausgefallen. Dafür gibt es aber wieder umso mehr spannende Neuerscheinungen im Januar, und was der Januar alles für uns zu bieten hat, das seht ihr jetzt. Es geht los am 14. Januar, da erscheint im Heine Verlag Kill von Shane Stevens. Auf dieses Buch bin ich besonders gespannt, weil ich vor allem auch noch nicht genau weiß, was man davon erwarten kann. Aber mich hat folgende Aussage neugierig gemacht. Kill von Shane Stevens gilt als der erste Roman, der einen Serienmörder in den Mittelpunkt stellte und ist damit das Vorbild für Thomas Harris und seine Hannibal Lecter-Romane. Serienmörder im Mittelpunkt ist natürlich für mich immer besonders interessant, um hinter die Fassade zu blicken. Wie wird jemand zu so jemanden und warum begeht er seine Taten? Und ja, im Klappentext steht eben, dass basierend auf realen Fällen Kill in einem fesselnden, halbdokumentarischen Stil den fiktiven Serienmörder Thomas Bishop in seiner Entstehung zeigt. Also es wird schon ein Roman sein über diesen Serienmörder Bishop mit teilweise realen Elementen. Und hier wird eben Thomas Bishops Alltag dargestellt und aber auch die Auswirkungen, die seine Taten auf die Gesellschaft und ihre Moral haben, dargestellt. Also es wird wohl von sämtlichen Seiten beleuchtet, aber eben im Hauptkern um den Serienmörder gehen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht lese ich mir auch mal die Leseprobe durch und frage das mal an. Aber das hat schon sehr mein Interesse geweckt. Muss mal schauen. Ich möchte nämlich eigentlich mit meinem Buchkonsum ein bisschen zurücktreten. Aber das hört sich schon wahnsinnig gut an. Ja, wer sich's holt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid und vor allem dann, wie ihr es fandet. Blake von Jack Heath erscheint ebenfalls am 14. Januar im Heine Verlag. Und ja, wenn ihr das Cover seht, dann könnt ihr vielleicht Parallelen zu einer Serie herstellen. Das Cover sieht sehr, sehr angelehnt an Dexter aus. Aber die Verlagsvorschau macht da gar keinen Hehl draus. Da steht nämlich drin, so genial wie Sherlock, so lasterhaft wie Dexter, der Held einer neuen Thriller-Generation. Und da bin ich doch mal gespannt. Die Serie Dexter mag bzw. mochte ich ganz gerne. Nichtsdestotrotz muss unser Profiler Blake, in dem es hier geht, schon natürlich ein bisschen anders sein oder ein paar andere Facetten zeigen, weil jetzt 1:1 wäre ein bisschen langweilig.
Wie gesagt, Blake ist Profiler, um den es hier in dem Buch geht, und er steht nicht auf der Gehaltsliste des FBIs, ist aber ein inoffizieller Mitarbeiter. Und warum er nicht auf dieser Gehaltsliste steht, weist auch darauf hin, dass das was Dexter Ähnliches sein könnte. Hier steht nämlich, dass er ein geheimes Laster hat. Und er wird eben nicht mit Geld entlohnt, sondern mit etwas, das seine dunklen Triebe befriedigt. Ja, schauen wir mal, inwiefern sich das ähnelt. Auf jeden Fall bekommt er es mit seiner Partnerin zusammen mit einem Fall zu tun, bei dem eine Geldübergabe schief geht und sie finden in einem Auto eine Schaufensterpuppe, die eine menschliche Niere enthält. Hört sich sehr interessant an, und auch dieses Doppelleben von Blake ist natürlich sehr interessant. Wie gesagt, ich bin etwas vorsichtig, hoffe, es gibt nicht zu viele Parallelen mit Dexter. Einige lasse ich mir eingehen, aber ein bisschen was anderes müsste Blake mir doch bieten. Bin aber trotzdem sehr gespannt drauf, ja, welche Facetten er uns noch so zeigt. Am 21. Januar erscheint im Blen Mellet Verlag auch eine neue Reihe um einen gescheiterten Killer, sagen wir es mal so, und zwar um Parzival. Seine Jagd beginnt, so heißt das Buch, und ist vom Autoren Chris Lando. Ich weiß nicht, ob es ein deutscher Autor ist, würde passen. Ansonsten, der englische Autor würde wahrscheinlich analog Chris Lando heißen. Ja, ist ja auch egal. Parzival ist ein Mörder, er sitzt lebenslänglich, er hat 15 Menschen umgebracht und jeder hält ihn für eine Bestie. Aber er denkt eher, dass er ein Versager ist, denn er hat die falschen Leute umgebracht. Wie das passieren kann, fragt mich nicht. Auf der anderen Seite wird die Tochter eines Berliner Unternehmers entführt. Und der Verantwortliche wird zwar bei der Geldübergabe geschnappt, ja, sagt aber kein Wort über den oder verrät kein Wort über den Verbleib der Tochter. Ihre Zeit wird knapp, wir haben wieder einen Wettlauf gegen die Zeit, und ja, als Hilfe holt man Parzival aus dem Gefängnis. Vielleicht weiß er was, vielleicht steht er in Verbindung mit dem Entführer. Das wird hier im Klappentext nicht so ganz klar. Aber ja, das verspricht eigentlich auch eine gute Story zu werden. Denn das steht alles unter dem Titel Ein Mann will Rache und er wird sie bekommen. Vielleicht hat Parzival jetzt die Möglichkeit, endlich den Richtigen zu töten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hört sich die Story ganz spannend an. Und ja, wir werden sehen, was diese Reihe so für uns bereithält. Mr. Franks fabelhaftes Talent für Harmonie von Rachel Joyce erscheint am 23. Januar im Fischer Verlag, und das Buch gibt es als Hardcover bereits, erscheint aber jetzt eben im Taschenbuch. Und ich habe schon das erste Buch von ihr hier, die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Und ich weiß nicht, ob dieses Buch in diese Reihe mit reingehört oder ob es ein Standalone-Band ist. Lasst mich das gern mal wissen. Anhören tut sich's wie ein Standalone-Band, aber nichtsdestotrotz irgendwie zauberhaft. Es geht hier nämlich um Mr. Frank, der einen Plattenladen hat. Und jeder, der den Laden betrifft, kann er insofern sehr gut einschätzen, dass er weiß, welche Musik die Person glücklich macht. Und ja, somit kann er wahrscheinlich ganz viele Menschen glücklich machen. Nur eines Tages betritt eine Dame seinen Laden und er hört bei ihr so gar nicht, welche Musik das sein könnte, die sie glücklich machen würde. Und ich denke, das sieht Mr. Frank als Herausforderung an. Keine Ahnung, mehr steht nicht drauf, aber das könnte auch mal wieder eine schöne Geschichte über Liebe oder Freundschaft sein, die
ja, auch mich verzaubern kann. Und ich denke, einige von euch auch, wenn ihr es gelesen habt, schreibt mir gern mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Aber da ich eben auch das Harold Fry Buch als Taschenbuch hier habe, fixiere ich mich in dem Fall natürlich allgemein auf die Taschenbücher von Rachel Joyce. Und falls es jemandem genauso geht wie mir, dann eben der Hinweis, dass im Januar dieses Buch als Taschenbuch erscheint. Auch aus dem Bastei-Lübbe Verlag habe ich was Interessantes für euch, und zwar: Wer ist Michael Swan von Brian Reardon? Erscheint am 31. Januar, und hier treffen wir auf Julia Swan, die erfährt, dass in einer U-Bahn-Station in New York eine Bombe explodiert ist, und sie ist geschockt, weil ihr Mann hält sich zu dem Zeitpunkt auch an dieser Station auf, bekommt aber eine SMS von ihm und ist dann unglaublich erleichtert, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Polizei vor ihrer Tür steht. Sie zeigen ihr ein Videoband, wo eben Michael Swan vom Tatort flüchtet, und sie glauben eben, dass er ja hinter dieser Explosion steckt. Und Julia kann das gar nicht glauben, für sie bricht eine Welt zusammen, und sie beschließt letzten Endes, ihren Mann zu finden vor der Polizei und ihm zu helfen, denn sie glaubt nicht, dass er das irgendwie aus Böswilligkeit getan hat. Und hier steht, dass ein gnadenloser Wettlauf beginnt, und das könnte wieder was actionreiches, Spannendes sein. Was nicht unbedingt mit Ermittler zu tun hat, auch mit einem großen Geheimnis. Wir wissen ja nicht, ob Michael Swan jetzt wirklich jemand Bösartiges ist, ob er von jemandem gezwungen wird oder je nachdem. Es kann ja in alle möglichen Richtungen laufen. Und gerade deswegen, ja, interessiert mich dieser Thriller besonders. Und ich hoffe natürlich euch auch. Und hoffe, der ein oder andere hat Interesse dran bekommen. Das waren die Neuzugänge für den Januar. Ich hoffe, es war das ein oder andere Buch für euch dabei, was euch interessiert. Für mich waren auf jeden Fall einige sehr interessante Schätze dabei, die auf meine Wunschliste wandern. Welche sind denn bei euch auf die Wunschliste gewandert? Erzählt's mir gerne, oder welches möchtet ihr euch auf jeden Fall holen? Oder habt ihr vielleicht sogar schon gelesen, wie das Buch um Mr. Frank? Und ja, sagt mir gerne Bescheid. Ich freue mich über jedes Kommentar, und ja, wünsche euch noch einen ganz tollen Start ins neue Jahr, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!